Also wenn James Bond kein Gentleman ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist die Extreme-Variante und das ist ein Frauenliebling. Der riecht für mich, ich habe das schon mal erwähnt, nach Harvey Specter in Suits. Das ist ein Gentleman im Flakon. Habe ich noch nie gerochen in einem Duft. Dass ein frischer Duft auch mystisch sein kann, der schon. Wenn du ein bisschen davon übersprühst, also wenn du zu viel davon aufsprühst auf dich, dann kann es sein, dass Frauen angelaufen kommen. Deswegen pass auf damit. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich liebe es wirklich sehr, über Parfüm zu quatschen. Ich bin ein Parfümfreak und ja, falls du auch ein Parfümfreak bist, überleg dir, diesen Kanal zu abonnieren. Dann siehst du jedes Mal, wenn ein Video von mir online kommt. Aber heute geht es um Gentleman-Düfte. Genau, du hast richtig gehört. Es geht um Gentleman-Düfte. Das heißt, Düfte, die bei mir die Assoziation eines Gentlemans hervorrufen. So einfach ist es. Genau, viel Spaß bei dem Video. Der erste Duft, der nach einem Gentleman riecht, ist der hier. Und zwar ist das Dior L'Homme Intense. Das ist ein süß, würzig, pudriger Duft. Das ist ein Duft mit einer sexy Iris. Für mich ist das eine sexy Iris. Und ein Sex-Appeal-Duft. Auf jeden Fall riecht er auch nach einem Gentleman. Das ist ein Gentleman, der steht nicht gerne im Mittelpunkt, tut's aber trotzdem, wenn er diesen Duft trägt. Das ist so ein Zwinkerduft, so ein tiefgründiger Mann, der nicht viel redet. Der aber eben, wie gesagt, einfach immer Aufmerksamkeit bekommt, vor allem von den Frauen, weil er aussieht wie ein Gentleman, weil er sich benimmt wie ein Gentleman, weil er spricht wie ein Gentleman. So riecht dieser Duft für mich. Wow, sehr schön. Ich rieche hier noch eine Kakaonote raus. Das ist einer der wenigen Düfte, der eine Kakaonote hat, den ich schon mal getestet hatte. Sehr, sehr sexy, sehr zwinkermäßig und für mich auch irgendwie elegant. Deswegen geht er in Richtung Gentleman. Haltbarkeit von dem Duft ungefähr 7 Stunden. Sillage ist ein gutes Mittelmaß. Könnte für meinen Geschmack ein bisschen besser sein, aber ich mag einfach Düfte, die sehr gut performen. Das ist einfach mal Geschmackssache, nur dass du es weißt. Der nächste Duft für einen Gentleman, vielleicht bist du ja einer. Dann teste den. Das ist Amouage Reflection Man. Ich habe diesen Duft schon mal in einem anderen Video vorgestellt, weil das auch ein Frauenliebling ist. Sorry dafür, er musste aber einfach auch in dieses Video. Aber ich hätte kein Gentleman-Video machen können ohne diesen Duft. Falls du ihn schon gesehen hast, kannst du weiter skippen. Ich muss ihn jetzt hier aber nochmal vorstellen. Vielleicht bist du ja neu auf diesem Kanal. Dann freut es dich vielleicht. Das ist ein floraler, würziger, leicht frischer Duft. Oh, ich finde ihn so schön und er ist so anziehend. Und der schreit nach einem Gentleman. Der schreit nach einem Gentleman. Ich rieche hier Sandelholz, Bitterorange und Neroli. Neroli macht diesen Duft floral und frisch. Und das Sandelholz entwickelt sich dann irgendwann in eine warme Richtung. Bitterorange wirst du immer wahrnehmen in diesem Duft. Ja, der riecht einfach besonders für mich. Der riecht nach einem waschechten, jetzt wollte ich waschechtel sagen. Nach einem waschechten Gentleman riecht der. Der riecht für mich, ich habe das schon mal erwähnt, nach Harvey Specter in Suits. Harvey Specter trägt immer Anzüge. Ich glaube, ich habe ihn in der Serie noch nie ohne Anzug gesehen. Das ist aber ein Duft, den trägt er nicht im Büro. Er ist Anwalt. Das ist ein Duft, den trägt er bei einem Date. Er möchte da sehr elegant, hochwertig nach einem Gentleman riechen, bei einem Date. Und er datet auch wirklich sehr elegante Frauen. Deswegen muss er auch elegant riechen. Das ist dieser Duft hier, Amouage Reflection Man, auf jeden Fall einen Testwert. Haltbarkeit ungefähr 7 Stunden, kommt auf deine Haut drauf an, auf Kleidung hält der länger. Sillage ist auch ein gutes Mittelmaß. Ich nehme den auf jeden Fall wahr und ich liebe es, wenn mein Freund diesen Duft trägt, dann wird er auf einmal zum Gentleman. Genau, weiter geht's zum nächsten. Der nächste Duft für einen Gentleman ist von Birkholz und zwar ist das Sir Santal. Ich feiere diesen Duft gerade wirklich. Das ist jetzt momentan, ich habe jetzt diesen Duft die Woche mal über getestet. So sieht er aus. Aus der Woody Collection. Ich habe ihn getestet und bin echt geflasht. Das ist jetzt ein Duft, den feiere ich gerade momentan wirklich sehr, sehr, sehr. Den liebe ich und der musste in dieses Video, weil wenn der nicht Gentleman ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein Gentleman im Flakon. Das ist der Geist eines Gentlemans, der gehobene Gentleman. Das ist ein englischer Gentleman, kann ich schon mal verraten. Das ist ein Gentleman, der kann sich gut ausdrücken, der drückt sich gehoben aus, trägt einen
gehobenen Anzug, also keinen normalen Anzug, sondern wirklich auch mit Weste, mit der passenden Krawatte, mit der hat so goldene Kettchen an dieser Weste dran, passt alles gut zusammen, so ein bisschen Harvey Specter-like, ist aber ein englischer Gentleman und hat vielleicht so ein Whisky-Glas gerade in der Hand. Der riecht jetzt nicht nach Whisky, aber so stelle ich mir diesen extrem gehobenen Gentleman vor. So, das ist jetzt schon mal der Gentleman. Der Duft, Sir Santa, oh mein Gott, also ich wurde schon lange nicht so geflasht von einem Duft wie jetzt von diesem. Das ist edles Sandelholz mit Leder und einer frischen Note. Der entwickelt sich nach der Zeit zu einem sehr warmen, edlen Leder, aber immer ein edel, immer ein elegant und immer ein Gentleman-like, immer. Der hat was Süßes, Lederiges, aber trotzdem, wie gesagt, frisch. Und das ist so ein Suchtfaktor-Duft. Der macht süchtig. Ich habe den aufgesprüht und musste ihn die ganze Zeit riechen. Das ist ein Duft, der hat auch irgendwie was Klassisches. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es ein Oldschool-Klassiker ist. Das ist irgendwie ein Duft, der hat was Klassisches, ist aber trotzdem modern. Der ist irgendwie beides. Das ist ein Klassiker, der in der Moderne spielt. Gentlemen, die es noch auf dieser Welt gibt, sind hier in diesem Flakon drin. Es gibt nicht mehr so viele Gentlemen auf dieser Welt, die einer Frau vielleicht die Tür aufhalten, die einer Frau vielleicht einen Handkuss geben, irgendwie sowas. Da gibt es nicht viele davon. Wenn du diesen Duft aufsprühst, wirst du aber zu so einem. So riecht er für mich. Haltbarkeit 8 Stunden plus, Sillage ist top. Der wird wahrgenommen werden und ich liebe ihn. Den könnt ihr übrigens auch gut testen bei Birkholz direkt auf der Website. Auf jeden Fall einen Test wert. Ich werde alle Flakons unten verlinken. Der nächste Gentleman-Duft ist der hier, und zwar ist das Guerlain L'Homme Ideal Extreme. Das ist die Extreme-Variante und das ist ein Frauenliebling. Frauen lieben diesen Duft, ich liebe diesen Duft. Das ist ein Duft, der ist süß-würzig. Ich sprühe ihn jetzt hier nochmal auf. Das ist jetzt nicht das erste Mal, ich habe ihn natürlich schon länger getestet. Das ist ein süß-würziger Duft. Wow, wow. Mit Kirsche, Zimt und Mandel. Der riecht nach Mandel. Der ist so angenehm. Der riecht so hochwertig und nach einem Gentleman, der nichts anbrennen lässt. Das ist ein Gentleman, der weiß, das kommt gut an bei Frauen, wenn er ein Gentleman ist. Und dann ist er halt auch einer. Der kommt gut bei Frauen an, der lässt nichts anbrennen. Der hält Frauen die Tür auf, der gibt ihnen einen Handkuss. Der wirft seinen Mantel über eine Pfütze, damit eine Frau mit ihren High Heels dann nicht über die Pfütze laufen muss. Der macht das alles für eine Frau. So riecht der Duft für mich. Frauen schätzen das. Frauen schätzen diesen Mann und Frauen schätzen diesen Duft an einem Gentleman. Natürlich darfst du ihn nur tragen, wenn du ein Gentleman bist. Wenn du kein Gentleman bist, dann ist das Ganze irreführend. Dann lässt du bitte die Finger davon. Genau. So riecht der Duft für mich. Im Drydown bekommst du auch eine Tabaknote. Ich rieche eine Tabaknote, was den Duft auch so ein bisschen würziger macht. Aber Kirsche ist drin, Vanille. Nein, was sage ich? Mandel, nicht Vanille. Kirsche, Mandel. Und einfach eine maskuline Note, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Haltbarkeit ungefähr 7 Stunden. Sillage ist auch gutes Mittelmaß. Wenn du ein bisschen davon übersprühst, also wenn du zu viel davon aufsprühst auf dich, dann kann es sein, dass Frauen angelaufen kommen. Deswegen pass auf damit. Genau. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste Duft, den ich mir super, super toll an einem Gentleman vorstellen kann, ist von Serjoff. Und zwar ist das Shooting Stars Kobe. Hast du den schon getestet? Du musst ihn auf jeden Fall mal testen. Das ist ein Nischenduft, der riecht sehr hochwertig. Und ja, ich sprühe ihn jetzt mal auf. Ich habe ihn getestet und der ist so facettenreich. Der hat sich wirklich in eine komplett andere Richtung auf meiner Haut entwickelt. Riecht für mich aber nach einem Gentleman. Das heißt, es ist jetzt kein Duft für mich. Der passt nicht zu mir. Ich finde ihn aber super, 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 super toll an einem Mann, der im Idealfall ein Gentleman ist. Der riecht zitrisch, frisch, wirklich sehr frisch und sehr würzig. Du kriegst am Anfang eine herbe Orange, zitrische Noten, Bergamott und Gewürz. Aber auf jeden Fall auch eine herbe Orange, wie gesagt. Die riechst du am Anfang wirklich sehr stark raus. Der Duft entwickelt sich extrem. Der hat sich auf meiner Haut extrem entwickelt. Der wird wärmer, der wird würziger, der behält immer seine Frische, wird aber trotzdem irgendwie würzig warm und fast schon orientalisch. Ich habe gegen Ende, also ich habe den 2 Stunden auf der Haut gehabt und gegen Ende hat der fast wie Serge Lutin Cher Gui gerochen. Das hätte ich nie erwartet. Der hat mich so umgehauen, dieser Duft, in seiner facettenreichen Art. Einen Test wert und für mich riecht er nach einem Gentleman.
hochwertig. Das ist ein Gentleman, der lebt auch in England. Ich würde auch sagen, das ist auch ein englischer Gentleman. Für mich, dadurch, dass er so frisch ist. Frisch und tiefgründig. Das ist eine tiefgründige, fast schon mystische Frische. Habe ich noch nie gerochen in einem Duft. Dass ein frischer Duft auch mystisch sein kann. Der schon. Haltbarkeit 10 Stunden plus sehr top. Top Empfehlung. Das ist ein Duft, der muss bei mir einziehen. Auch wenn ich ihn nicht selbst trage, werde ich den einfach auf meinen Freund sprühen, ob er möchte oder nicht. So einfach ist das. Weiter geht's zum nächsten. Der nächste Duft für einen Gentleman ist der hier, und zwar ist das Birkholz Luxury Passion. Das ist ein Duft, das ist eine Kombination, das ist ein Sommerduft für einen Gentleman. Das ist ein Gentleman, der trägt im Sommer einen anderen Duft als jetzt im Herbst, Winter und Frühling. Im Sommer möchte er vielleicht nicht den kompletten Anzug tragen mit Weste und allem. Der möchte da ein bisschen legerer unterwegs sein, aber trotzdem nach einem Gentleman riechen. Und das ist definitiv mit diesem Duft der Fall. Das ist ein frischer, zitrischer Duft, der in die cremige, warme Richtung geht. Dann nach der Zeit. Der wird cremig. Aber am Anfang frisch und warm. Ich rieche hier eine frische Orange, Lavendel, auf jeden Fall Lavendel. Oh, sehr schön. Lavendel und Amber und Sandelholz. Das wird alles nach der Zeit, wenn der Duft sich auf deine Haut entwickelt, wird das alles wärmer und cremiger. Und ich finde, der entwickelt einen Sex-Appeal, auf jeden Fall. Und hat Summer-Vibes. Das ist ein Duft, den kannst du super im Sommer tragen, wenn du aber nicht zu frisch und nicht zu langweilig frisch riechen möchtest und diesen Luxus-Vibe irgendwie auch mit einintegrieren möchtest in deinen Duft, dann auf jeden Fall diesen testen. Luxury Passion. Das ist wirklich ein Duft, da kann ich mir vorstellen, der kommt gut bei Frauen an, weil der so eine gewisse Tiefe auch hat. Ich stelle mir da jetzt auch einen Gentleman vor, der hat aber dieses Mal keinen Anzug an. Warum? Weil es Daniel Craig ist bei James Bond. Da, jetzt denkt ihr euch, ja, der hat doch Anzüge an. Ja, natürlich hat er Anzüge an. Ich stelle mir den jetzt aber auch vor in einer bestimmten Szene. In der Szene, in der er am Strand gerade aus dem Wasser kommt, in seiner Badehose. Ihr kennt die Szene bestimmt. Da kommt der so, ich weiß nicht, ist das in Zeitlupe gedreht? Wahrscheinlich schon. Ja, und der riecht nach Luxury Passion von Birkholz in dieser Szene. Daniel Craig ist für mich ein Gentleman. Also wenn James Bond kein Gentleman ist, dann weiß ich auch nicht. Haltbarkeit von dem Duft, 7 Stunden ungefähr hält er auf jeden Fall. Und Sillage ist ein gutes Mittelmaß, der wird wahrgenommen werden. Im Sommer kannst du den aber auch öfter mal nachsprühen und wirst dann luxuriös frisch riechen. Genau. Weiter geht's zum nächsten und letzten Duft in diesem Video. Der letzte Duft für einen Gentleman hatte ich die Woche getestet, und zwar ist das Prada Luna Rossa Black. Ihr habt mich schon öfter mal angefragt wegen dem Duft und habt geschrieben, ja, teste doch bitte mal den oder sag mal was zu dem Duft. Dann bin ich in die Parfümerie gegangen, natürlich für euch, hab ihn getestet und war geflasht. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache doch jetzt hier dieses Gentleman-Video, da muss dieser Duft rein, auf jeden Fall. Das ist ein süß, würziger, holziger Duft mit einer gewissen Tiefe. Das ist ein Duft, der entwickelt sich in eine pudrige Richtung und hat für mich Gentleman-Vibes ohne Ende. Das ist ein Gentleman mit... Das ist ein Gentleman, ich kann nicht mehr sprechen. Das ist ein Gentleman mit einem mysteriösen, verruchten Geheimnis. Der Duft ist verrucht und der Mann, der einen schwarzen Anzug trägt, by the way, von Tom Ford, hat auch ein verruchtes Geheimnis. Sehr sexy und ist ein Gentleman. Der weiß, wie man sich zu benehmen hat, der hat Manieren. So riecht der Duft für mich. Haltbarkeit des Duftes ungefähr 6-7 Stunden. Sillage ist ein gutes Mittelmaß, könnte für meinen Geschmack sogar ein bisschen besser sein. Aber das ist einfach meine Meinung. Ich mag starke Düfte, vor allem wenn ich einen Duft liebe. Genau, das waren sie. Das waren die Düfte für einen Gentleman. Vielleicht bist du schon einer, trägst den Duft. Vielleicht bist du ein Gentleman und trägst einen anderen Duft. Dann schreib mir das bitte in die Kommentare. Ich habe alle Düfte unten verlinkt. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video mit dir. Lass mir noch einen Daumen nach oben da. Abonnier diesen Kanal, falls du auch so interessiert bist in Parfüm wie ich. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!